An der Südküste Long Islands im Staat New York steht ein Haus, in dem furchtbare Dinge passiert sind. Einige davon sind tatsächlich so geschehen, und bei anderen liegt die Wahrheit unter nicht mehr beweisbaren Aussagen und Erlebnissen verborgen. Wir wollen uns diesen wahrscheinlich bekanntesten Spukfall noch einmal genauer ansehen und würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Reise in das Städtchen Amityville und in die Vergangenheit begleiten würdet. Aber seid gewiss, es wird gewaltvoll und gruselig, und am Ende ist eure Meinung wieder einmal gefragt. Also dann, wir reisen in der Vergangenheit zurück in das Jahr 1965. Die Familie DeFeo mit ihren 5 Kindern kaufte sich in der Ocean Avenue 112 in dem beschaulichen Örtchen Amityville ein Haus. Sie fühlten sich endlich angekommen und gaben dem Haus sogar einen Namen. Sie nannten es High Hopes. Die Familie bestand aus den Eltern, 3 Jungs und 2 Mädchen. Der älteste der 3 Söhne war Ronald DeFeo, genannt Ronny oder auch Butch. Beim Einzug in das Haus war er 14 Jahre alt. Angeblich soll Ronny keine besonders liebevolle Beziehung zu seinem Vater gehabt haben. Der Vater der Familie war sehr gläubig und sehr streng. Ronny eckte immer wieder mit ihm an. Allerdings gab es auch spätere Aussagen eines ehemaligen Nachbarn mit Namen Patrick O'Reilly, der mit der Familie eng befreundet war und, wie er selber sagte, schon fast zur Familie gehörte. Er sagte, dass es in der Familie harmonisch zuging und die DeFeos sehr nette Leute waren. Wie das Familienleben der DeFeos nun wirklich war, kann nicht mehr geklärt werden, da alle Mitglieder der Familie nicht mehr am Leben sind. Für den Tod der Eltern und der 4 jüngeren Kinder ist Ronny verantwortlich. Am 13. November 1974 tötete er seine Familie im Schlaf. Zuerst ging er in das Schlafzimmer seiner Eltern und erschoss sie mit der Schrotflinte, während sie im Bett lagen. Dann wiederholte er diese grausame Tat bei seinen beiden Brüdern und zuletzt ging er die Treppe hinauf und erschoss auf gleiche brutale Weise seine beiden Schwestern im Schlaf. Danach wusch er sich das Blut ab, wechselte die Kleidung und warf die Waffe in den nahegelegenen Bach. Nachdem er am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam, lief er in eine der Nachbarschaft gelegenen Kneipen und schrie, dass seine Familie ermordet worden sei. Vor dem Haus versammelten sich Unmengen von Polizei und Reportern. Der Fall wurde schnell im ganzen Land bekannt und erregte großes Aufsehen. Nun aber mal zu den Gründen, die Ronny DeFeo gehabt haben soll, seine Familie zu töten. Zuerst einmal gestand er die Tat am nächsten Tag. Aber warum tat er es? Die erste Vermutung war, dass er es auf die Lebensversicherung der Eltern abgesehen hatte. Aber auch eine Tat im Drogenrausch hätte in Frage kommen können, da bekannt war, dass er schon öfter mit Heroin und LSD in Berührung gekommen war. Vielleicht waren die jahrelangen Schikanen von seinem Vater aber auch einfach zu viel und er handelte im Affekt aus Wut. Seiner Aussage nach hörte er Stimmen in seinem Kopf, die ihm befahlen, seine Familie auf so grausame Weise zu töten. Was aber nun wirklich der Grund für diese Tat war, werden wir nicht mehr herausfinden können. Aber eigentlich hätte diese Tat gar nicht so stattfinden können. Die Eltern und seine Geschwister wurden aus ca. 6 Meter Entfernung erschossen. Alle von ihnen lagen auf dem Bauch, was ja schon mal merkwürdig ist. Alle 6 Familienmitglieder schliefen in diesem Moment auf dem Bauch. Was für ein Zufall! Dann war bei keinem ein Zeichen von Gegenwehr zu sehen. Und betäubt waren sie auch nicht, wie eine anschließende Obduktion ergab. Aber spätestens nach den ersten Schüssen auf die Eltern hätten ja seine Geschwister aufwachen müssen. Es hätten also eigentlich mehr Täter sein müssen, um die Schüsse so schnell nacheinander abgeben zu können. In späteren Befragungen meinte Ronny, seine Schwester Dawn hätte ihm geholfen. Es wäre danach zum Streit gekommen und dann hätte er auch sie erschossen. Aber auch Dawn lag bäuchlings im Bett und war bis zu den Schultern zugedeckt. Außerdem wurde nie eine zweite Tatwaffe gefunden. Es bleibt also ein Rätsel, wie und vor allem warum Ronny seine Familie auf so kaltblütige und brutale Weise tötete. Die Aussage, dass er vom Teufel bzw. Dämonen besessen war, hat den Fall dann international bekannt gemacht. Vor Gericht plädierte die Verteidigung von Ronny DeFeo auf Unzurechnungsfähigkeit. Der Gutachter der Gegenseite sah das allerdings anders. Ein Jahr nach dem Verbrechen wurde Ronny DeFeo für schuldig erklärt und bekam 6-mal lebenslänglich. Am 12.03.2021 verstarb er dann im Gefängnis. So, nun kennt ihr den ersten Teil dieser Geschichte. Im zweiten Teil geht es um die Familie Lutz. 1975 kauften George und Kathy Lutz das Haus in Amityville zu einem Schnäppchenpreis.
Sie waren sich der grausigen Vergangenheit von High Hopes wohl bewusst und bezahlten sogar noch mehr, um die alten Möbel der Defeos mit zu übernehmen. Selbst die, an denen noch Blutspritzer waren, wollten sie unbedingt haben. Sie zogen also mit ihren drei Kindern in das Haus, und was sie dort angeblich erlebten, soll uns jetzt einmal beschäftigen. Ob die Schilderungen der Familie Lutz wahr sind, kann letztendlich nicht mehr überprüft werden. Allerdings verließ die Familie 28 Tage später fluchtartig das Haus wieder. Sie ließen all ihre Sachen zurück und kamen nie wieder. Einige der Vorfälle im Haus waren zum Beispiel, dass es einfach nicht richtig warm wurde und zu großen Temperaturschwankungen kam. Sie hörten außerdem merkwürdige Geräusche, Schreie und Geklopfe. In einem der Zimmer waren vermehrt Fliegen. Sie beschrieben es sogar als Fliegenschwärme. In diesem Raum hörte der Priester, der gleich zu Anfang von den Lutz gerufen wurde, um das Haus zu segnen, eine Stimme, die ihm befahl, das Haus sofort wieder zu verlassen. Alle Mitglieder der Familie waren gereizt und aggressiv. Und jede Nacht um 3.15 Uhr ist George Lutz aufgewacht. Zu dieser Uhrzeit hat Ronnie DeFeo seine Familie getötet. In einer Nacht lag George Lutz wie gelähmt im Bett und konnte sich nicht mehr bewegen. Er hörte, wie die Betten der Kinder wackelten, konnte aber nicht zu ihnen, um ihnen zu helfen. Die Tochter Missy sprach mit einer imaginären Freundin, die allerdings kein Mensch, sondern ein Schwein mit roten Augen war. Alle drei Kinder schliefen angeblich nur noch auf dem Bauch, und im Keller soll es einen mysteriösen roten Raum gegeben haben. Ach ja, und an allen Wänden klebte grüner Schleim. Sie ließen daraufhin das Haus noch ein zweites Mal segnen, und kurz danach wurde alles noch viel schlimmer und sie nahmen Reißaus. Nach der Flucht aus dem Haus kontaktierten Cathy und George Lutz den Verteidiger von Ronnie DeFeo. Sie wollten ihm zu verstehen geben, dass sie DeFeo glaubten und dass es wirklich übernatürliche Kräfte in dem Haus gab, die Ronnie dazu gebracht haben könnten, die Morde an seiner Familie zu begehen. Die Presse und das Fernsehen wurden auch aufmerksam auf die Geschichte und der TV-Sender Channel 5 untersuchte das Haus dann mit einigen Medien, um daraus eine Fernsehsendung zu machen. Dabei waren unter anderem Ed und Lorraine Warren, die damals die bekanntesten paranormalen Ermittler waren. Lorraine hatte mediale Fähigkeiten und Ed war ein bekannter Dämonologe. Alle zusammen führten eine Seance durch. Lorraine und auch ein anderes Medium spürten offensichtlich etwas, was sie mit finster und negativ beschrieben. Auf Anfrage des Reporters, was sie denn fühlen würde, antwortete Lorraine Warren: »Ich hoffe, näher komme ich der Hölle nie wieder. Es ist das personifizierte Böse.« Der Reporter und sein Team spürten nichts und es wurden auch keine belegbaren Beweise für Übernatürliches gefunden. Außer das Foto, was in dem Haus an dem Abend gemacht wurde. Darauf sieht man einen Jungen aus seinem Zimmer im Obergeschoss schauen. Er hat leuchtende Augen und sieht sehr gespenstisch aus. Nach dieser nicht so ganz erfolgreichen Seance gewinnt der Anwalt von Ronnie DeFeo den bekannten paranormalen Ermittler Hans Holzer. Dieser untersuchte das Haus noch einmal mit einem Trance-Medium. Es kam dabei heraus, dass angeblich ein Ureinwohner dort begraben war, der die Menschen in dem Haus tyrannisierte und Ronnie DeFeo dazu brachte, seine Familie zu töten. Im September 1977 erschien dann das Buch »The Amityville Horror« von Jay Anson und zwei Jahre danach kam die Verfilmung in die Kinos und spielte 86 Millionen Dollar ein. Die Geschichte ist noch heute in aller Munde und sie wurde noch des Öfteren verfilmt. Aber was ist nun wahr und was ist Erfindung? Gab es wirklich paranormale Spukphänomene in dem Haus? Oder war es nur ein einträgliches Geschäft für den Verteidiger von Ronnie DeFeo und dem Ehepaar Lutz? George und Cathy Lutz gaben an, dass der Film und auch das Buch ihre Erfahrungen übersteigert wiedergaben. Und auch der Anwalt von Ronnie DeFeo gab später zu, einige Ereignisse erfunden zu haben, so zum Beispiel den grünen Schleim an den Wänden. Der Nachbar der DeFeos erzählte, dass der rote Raum im Keller ein von den Jungs selbst angestrichener Spielzeugschrank war. Das Haus steht immer noch in Amityville, wurde nur etwas umgebaut und die Adresse geändert. Alle nachfolgenden Bewohner von High Hopes hatten nie irgendwelche paranormalen Erlebnisse. Eine Reporterin sprach nach den Vorfällen mit dem Priester, der das Haus gesegnet hatte, und er beteuerte, dass die Stimme wirklich da war, die ihn aus dem Haus vertreiben wollte. Jetzt nach seinem Tod streitet die Kirche allerdings ab, dass es so gewesen war. George und Cathy Lutz aber haben immer wieder beteuert, dass der Kern der Geschichte stimmt und dass sie wirklich Paranormales erlebten.
Sie unterzogen sich dann einem Lügendetektortest und diesen bestanden sie beide. Vielleicht waren die negativen Schwingungen von dem Mord an der DeFeo-Familie noch im Haus, als die Lutz eingezogen sind. Vielleicht haben sie tatsächlich das eine oder andere erlebt und sind dann Opfer ihrer Angst geworden. Für die Presse, das Buch und den Film wurden die Ereignisse dann übersteigert dargestellt. Oder gab es tatsächlich eine böse Macht in diesem Haus, die Ronny DeFeo dazu brachte, seine Familie zu töten und die dann Familie Lutz tyrannisierte und aus dem Haus jagte? Was meint ihr? Ist etwas Wahres an den Erlebnissen der Familie Lutz? Oder wurde die Geschichte von dem Ehepaar und dem Anwalt von Ronny DeFeo erfunden, um Geld zu verdienen? Wir sind gespannt auf eure Meinung.